Was geht denn hier? Meine Güte. Reicht aber auch jetzt, ne? Okay. Interessant, interessant. Ich will mich hier noch zu Ende umschauen. Das ist die Tür. Uff, was war das für eine Eskalation? Ich kann nicht mehr. Und vorhin ist mir anscheinend jemand gefolgt. Vielen Dank für dein Follow. Ich hab's nicht mitbekommen. Aber vielen, vielen Dank. Ich glaube, es kam kein Alert oder habe ich es überhört? Ich bin mir nicht sicher. Aber vielen, vielen Dank. Ich sehe es halt gerade nur im Dashboard. Deswegen, ja. Oh Mann. Ich kann das alles nicht mehr. Gut, das ist die Tür, in die wir sollen. Hier hat jemand die Weinflasche kaputt gemacht. Pfeile nehme ich gerne. Leon, I'm sorry, but I can't be seen with you. Wow. Tut mir leid, ich kann nicht mit dir gesehen werden. Ich bin nämlich zu cool für dich. So ist es. Das ist jetzt ungünstig. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wir hauen ab. Glaube ich. Oder? Hauen wir ab? Ich bin mir nicht sicher. Helfe ich Leon? Möchte ich ihm helfen? Wenn Leon mich jetzt sehen würde, müsste ich ihn erledigen. Ja gut, dann sollten wir eventuell nicht mit ihm gesehen werden. Hoffe ich, denke ich, wünsche ich. Weiß ich nicht. Aber da sehen wir, wie nett Ada ist. Sie sorgt sich um ihre Freunde. Kann man das so nennen? Bin mir nicht sicher. Ich sehe Leon gar nicht. Interessant, interessant. Das ist cool. So, ich muss einmal ganz kurz das Dashboard neu laden. Ich glaube, hier hat sich was aufgehängt. Okay, jetzt geht alles wieder. Ich höre irgendwas. Ja gut, ich höre etwas viel. Hier müssen wir mal gucken, dass wir hier wieder ein bisschen Ordnung machen. So, nein. So. So, so und so. Okay, ich glaube, das ist erstmal so gut. Es ist nicht hübsch, aber es funktioniert.
Da lag Geld. Das nehme ich natürlich gerne. Das habe ich schon von da hinten gesehen. Und der Typ will uns dieses Mal nichts verkaufen. Also der ist halt zumindest nicht da. Oh. Das Ding rührt sich nicht. Leon! I got it! Louis! Now that I have the sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Louis. I am a researcher, hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Louis! Louis! Gar nicht dramatisch. So, die kennen sich vielleicht 2 Stunden, haben sich 2-mal gesehen. 3-mal vielleicht. I found Louise. Unfortunately, a bit too late. Did you retrieve the sample? No. Sadler has it. There will be another time. Have you had a chance to eliminate Leon? Not yet. If that's the case, then maybe we can capitalize on his little lucky streak. Take advantage of the distraction he is causing for Sadler and his followers to retrieve the sample. Dann hat sich das wohl erledigt. Ende des Kapitels, das ging schnell. Okay. Jack Krauser has been the subject of extensive study and research by the organization. His skills and personality have been tested both on and off the battlefield. If he weren't the best, he would become a liability that would jeopardize the rest of us. My conclusion? He's a great soldier. No more, no less. As long as he's well compensated, he shouldn't cause any problems for us. If he does start to get restless, I can take care of him. I've studied his combat style and can deal with that arm of his if necessary. Krauser answers directly to Wesker, and it was Wesker who decided that Krauser should be sent to spy on the cult. He also decided to send me along. I wonder if it wasn't to keep an eye on Krauser. No doubt, Krauser has already fallen to the temptation of Las Plagas and the power they represent. This could have dire consequences for the organization. On some level, however, this may be a necessary development, as his role is to disrupt this farce of a play. That said, the stage and its players will ultimately come crashing down in the end. Bad luck for him. But he'll play the patsy in the end and take the fall for all of us. That's why I need to make sure things keep going exactly as they are. Okay, interessant.
Nee, das muss ich mir jetzt nicht nochmal anhören. Vielen Dank. What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Ich liebe einfach ihre Art. Sie redet so lustig. Quite a jolly mess he's made, that Leon. But all for the better. Sadler's people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. Oh, Mord an Leon vereiteln. Ich kann nicht. Hier sind wir. Das finde ich lustig. Welcome. Got a selection of good things. What are you buying? Okay, wir haben keinen neuen Dingens. Keinen neuen Aktenkoffer. Kann ich irgendwas verkaufen? Ja. Thank you. Is that all strength? What are you buying? Passt das überhaupt noch in unser Inventar? Ich würde sagen, das wird schwierig. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das wird hart. Ich zweifle es an, sage ich mal. Die würde ich im Notfall auch weglassen, sage ich, wie es ist, so böse das klingt. Die Sache ist, die beiden Plätze können wir behalten. Den hier ja nicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oh, ganz knapp. 2 müssen wir noch freimachen. 1, 2, 3, 4. Ah, es sind 5. Okay. Bin dumm. Wie machen wir das denn jetzt? Ja, die Munition müssen wir auf jeden Fall behalten. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich packe das erstmal einfach nur aus Joke hier rüber, damit ich das hier rüber ziehen kann. Dann kann ich dies einmal so drehen. Uff, das nenne ich Tetris, ich sag's euch. Tetris durchgespielt. Wir hätten die hier noch kombinieren können, aber das wollte ich jetzt noch nicht machen. Okay, puh, das war wild. Ja, werden wir mal sehen, ne? Ich möchte das einfach nur mal auswählen und gucken, wie das funktioniert. Irgendwie ist das lustig. Oh. Au. Aber mir gefällt es, dass es explodiert. Okay, wir brauchen jetzt sowieso einen Kräuterlöt, das ist ganz gut. Wilde Nummer. Sind das Explosivpfeile? Steht das da? Pfeile für Armbrust? Nö. Das explodiert einfach so aus Spaß. Okay. Ich würde aber auch sagen, wir nutzen jetzt nicht mehr so viel die Dingens.
Irgendwo hat doch noch jemand rumgeschrien. War das hinter uns? Oh. Ja, das war es. Entschuldigung. So. Naja, immerhin haben wir jetzt wieder Platz für neues Zeug. Okay, hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Oder? Nee, das geht nicht. Habe ich da was gehört? Glaube nicht. Okay. So, dann wollen wir mal schauen. Läuft. Ah, hier wäre die Katze gewesen. Dahinter. Irgendwie kommt man da auch hin. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber es ist halt, ich glaube, das war halt durch diese Tür irgendwie und dann ist das so ein bisschen so secret-mäßig. Und in die kann man dann die Katzenaugen einsetzen, die ich alle verkauft habe. Ich glaube, das war so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es ist Jahre her, dass ich das gespielt habe. Ich sollte das öfter benutzen. Mann, ich habe doch noch geschossen. Wie unfair. Okay, wir haben nicht mehr viel, ne? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Puh, irgendwo schießt hier jemand. Ich glaube, dem können wir dieses Mal sogar entgegnen. Und zwar so. Das nenne ich Rache. Das ist die Rache, die ich mag. Puh, der hat mich tatsächlich erschreckt. Der jetzt nicht so. Irgendwie habe ich damit gerechnet, fragt mich nicht warum. So, hier ist die Katze. Beziehungsweise ein Goldluchs. Ich weiß nicht, ob das wirklich genau das war.
Aber ja. Puh. Ach, hört doch auf, mich die ganze Zeit hier da oben hindrängen zu wollen. Hier liegt doch noch Zeug. Zeug, das ich unbedingt brauche, weil ich vorhin dumm war und dumm gespielt habe. So. Eine Schreibmaschine wäre langsam mal nett. Ich bin schockiert. Man möchte uns also umbringen. Ich stand doch in Deckung. Ach du meine Güte. Ja, ich denke, das wird jetzt noch ein kleines bisschen länger gehen als geplant. Kann ich jetzt vielleicht doch sterben? Denn das war eigentlich nicht geplant. Ich laufe hier einfach mal kurz vor. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Wenn nicht, dann nicht. Wir werden es sehen. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo ich hier bin. Einfach nur für den Fall der Fälle bewaffne ich mich lieber. Ach komm schon. Wie unfair. Als ob da oben dann keine Deckung mehr ist. So, die ganze Treppe ist Deckung da, aber nicht. Aber irgendwo ist es doch ganz gut, weil ich da halt eben so unnötig einmal Leben verloren habe. Und dann ist okay. Habe ich noch irgendeine krasse Granate? Ja, die hier, eine Handgranate. Ja gut, die werfe ich auch. War das knapp? Ich weiß es nicht. So, ich denke, das kann ruhig weg.
Puh. Wow. Das war ja effektiv. Okay, der hat Glück gehabt, er ist einfach nur da runtergesprungen und anscheinend nicht gestorben. Ich gönn's ihm. Puh, jetzt haben wir hier immerhin ein bisschen Ruhe. Können wir nicht ein bisschen was noch so? Okay, zurück kommen wir nicht mehr. Gut, dass ich das jetzt weiß. Einfach weil wir es können. Warum soll ich mich später mit diesen Hampelmännern rumplagen? Wenn ich mich auch an anderer Stelle um die kümmern kann, das macht nicht wirklich Sinn. So. So. Ja gut, jetzt wird's schwierig, aber wir können das noch einmal kombinieren. Und zwar, wir kombinieren es mal damit, weil dann brauchen wir nur noch ein rotes und dann passt es. Fährt hier irgendwo einer mit? Ich hoffe es ja nicht, ne? Aber hier können wir auch kombinieren. Ja gut, wir müssen Opfer bringen. So ist es manchmal. Okay, hier ist 21 das meiste, dann nehme ich jetzt mal die. Ach komm. Noch jemand? Ich wollte schon sagen, ich habe doch da hinten was gesehen. Das können wir auch noch mal kombinieren. Mittlerweile wünsche ich mir eigentlich nur noch Geld, weil ich halt alles habe. Außer Gesundheit. Gesundheit können wir immer gebrauchen. Ja, wir haben halt 10. Wir können das, glaube ich, auch nicht noch nachladen, oder? Ich probiere es mal. Doch. 2 Schuss. Wuhu. Dann hat es ja perfekt gepasst.
Wir können hier raufklettern und hier ging auch irgendwas. Oder war das nur das Nehmen? Das war nur das Nehmen. Das brauchen wir nicht. Wow. Ich will das eigentlich haben. Okay, das können wir auch noch kombinieren, sogar mit gar nicht mal so wenig, sehe ich gerade. So. Und da oben liegt, okay. Nur noch was Unnötiges. Boah, zum Glück haben wir uns versteckt. Da oben ist immerhin schon mal eine Schreibmaschine, das ist ganz gut. Dann würde ich das Ding jetzt hier reintun. Dann haben wir nämlich wieder zwei vollständige. Ist das wohl etwas übertrieben, was hier abgeht? Ich weiß es nicht. Eventuell ist es das. Und das nur um Ada zu beseitigen. Eine Frau, come on. Ich meine, Ada ist ja an sich schon die Eskalation in Person. Okay, vielleicht braucht es das doch, um eine Ada loszuwerden. Okay, es läuft die ganze Zeit dieses Ding. Ich glaube, das ist nicht so gut. Auf Wiedersehen. Puh. Ach, ich liebe sie, ich sag's euch. Ada einfach beste Frau. Hi. Ja, ich würde sagen, ich haue halt ab, ne?
Ich lieb's ja schon, wie sie selbst das Ding versenkt. Also Ada versenkt alles. Ich liebe sie, ich sag's euch. So. Okay. Hi. Welcome. Oh Mann, das war eine Eskalation. Good thing. What are you selling? Ah. Is that all? Is that all? Thank you. What are you buying? Es gibt ja nichts mehr, was ich kaufen kann. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle speichern wir. Und ja, auf YouTube verabschiede ich mich und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.